Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Montag, der 17. April. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Club Training Raum. Wir bereiten uns auf unseren ersten DAX-Trade des Morgens vor mit unserer Box-Strategie. Und wir sehen, wir haben ein Gap und aufmerksame Zuschauer werden erkennen, dass wir hier bei der Big Number 15.800 den ersten Trade erstmal platzieren. Garantie, dass der Markt in die Falle reinläuft, ist es nicht, aber macht Sinn. Daily Pivot und Big Number heute dicht, fast identisch. Das heißt, hier wird die Box jetzt platziert. Wir schauen einmal auf die Vola-Box. Wo kommt die Vola-Box rein? Wo ist der Forecast? Und hier sehen wir bei 15.818 zu 803. Das heißt, wir sind bei dem Niveau, wo wir uns jetzt befinden, würde die Vola-Box reinkommen. Das Ganze ab 9 Uhr. Das Ganze ab 9 Uhr. Wenn vorher sich was ergeben sollte mit Blueboxen etc., würde ich reinkommen. Wir gucken einmal auf MTX. Dort haben wir den 5-Minuten-Chart. Auch hier einmal der Check-up-Indikatoren für alle Clubmitglieder MT. Und dann gucken wir mal after Maximum Candle, after High Low. Das stimmt. Schließen. Und hier warten wir dann auch auf ein Setup. Und wir sehen am Freitag Nachmittag einmal Long, einmal Short und einmal Short hier. Drei Signale am Freitag. Und gleich geht es los. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und los geht's. So, die Vola-Box ist auf dem linken Bildrand. Wir sehen es dort dichter an der Big Number dran. Das heißt, wir nehmen die Big Number. Das war ja die Frage auch eben von einem Clubmitglied. Das heißt, die erste Box hier unten wird die Vola-Box sein, 15.818 Long oder bei 15.803 Short. Die nächste Big Number wäre dann oben hin die 15.900. Auch die können wir schon vor platzieren. Guten Morgen, Rainer. Es ist direkt 9 Uhr und die erste Minute ist gleich rum. Die Falle liegt bei 15.818 zu 15.803. Jürgen, guten Morgen. So, es ist jetzt 9.35 Uhr und die Falle hat zugeschnappt und zwar an der Big Number. Das bedeutet, wir gehen entweder bei 15.892 Short oder bei 15.907 Long.
So, wir sind short im ersten Trade. Ab dem zweiten wird auf angepasst gedrückt. Da bleiben wir unserer Linie treu. So, wir stehen kurz davor, den Trade nach Hause zu bringen. Ein Punkt fehlt noch, ein Pip und draußen. So, geringe Vola. Trade ist draußen und somit platzieren wir gleich wieder die nächste Big Number. Und wir hören uns morgen wieder. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter.